Kombawa, Nerds und Nerdettes. Es geht weiter mit Mass Effect Andromeda. Und eigentlich wollte ich die Hauptmission weitermachen. Dann dachte ich mir, komm, schaust du mal bei der Nebenmission nach verbündeten Beziehungen. Und Cora Harper, Azari Arche, nee, Azari Arche. In Coras Nachricht ist von einem potenziellen Durchbruch bei der Suche nach der Azari Arche die Rede. E-Mail von Cora lesen. Und das machen wir jetzt. Wir kehren jetzt direkt zur Tempest zurück und lesen die E-Mail. Denn eine Azari wäre natürlich cool. Und ich hoffe, dass wir dadurch vielleicht noch eine Verbündete eben kriegen. Ja, ansonsten zurzeit auf dem Nerd Universe Channel gibt es ziemlich viel Bewegung. Aktuell ist auf jeden Fall natürlich Mass Effect Andromeda. Dann Nier Automata weiterhin natürlich. Da geht noch einiges. Aktuell sitze ich mit 2B und 9S im Maschinenwesendorf. Ist auch ziemlich witzig auf jeden Fall bei den Dudes. Und das entwickelt sich auch sehr interessant von der Story her. Ansonsten, Bless Online bin ich ziemlich am Suchten zurzeit. Einfach der Gedanke daran, dass es unter Umständen dieses Jahr noch released wird, habe mich wieder richtig rollig auf Bless Online gemacht. Und ja, wie ich merke, auch zu Recht. So ein Solo-Run zum ersten Dungeon habe ich jetzt auch schon absolviert. Das war so hochtrabend, das klingt zum Aufwärmen. Aber ich bin ja auch einige Male erstmal abgenippelt. Ist aber einfach einer der besten Wege, um wieder einfach in die Rote reinzukommen, die Skills wieder aus dem FF abzufeuern, weil man einfach in Dungeons auf jeden Fall unter Druck gerät. Und ja, einen netten Livestream gab es letztens noch, da habe ich jetzt noch etwas Neues eingeführt. Es gibt ja die Just Chill-Reihe, in der Just Chill-Reihe. Hört ihr meinen verbalen Spam nicht? Da seht ihr einfach das Gameplay, ihr bekommt den puren Spielsound mit und das Gesprochene etc. Und das habe ich jetzt aber erweitert mit, beziehungsweise pervertiert. Es gibt jetzt noch eine Version von Just Chill, die heißt Just Chill and Vibes. Und da lasse ich einfach locker lässigen Sound oder irgendeinen Sound im Hintergrund da einfach laufen. Und das gibt den Spielen, finde ich, stellenweise auch immer eine nette Atmosphäre. Und ja, gebt's euch, schaut mal rein. Was jetzt auf jeden Fall auch verstärkt kommen wird, damit habe ich jetzt auch wieder angefangen, ist der Virtual Reality Sektor. Da wird es jetzt noch einige Gameplays zur VR-Version von The Vanishing of Ethan Carter kommen. Ein sehr immersives Spiel. Kann ich jedem Oculus Rift-Besitzer ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob es für die Vive gibt. Wenn es für die Vive gibt, ist natürlich dieselbe Empfehlung hier ausgesprochen. Und ja, es ist recht gruselig. Es spielt sich sehr gut. Es ist, ja, gruselig ist vielleicht übertrieben, aber es ist aktuell zumindest bedrückend. Allerdings habe ich noch nicht sehr weit gespielt. Das wird jetzt aber in den nächsten Tagen dann auf jeden Fall noch erfolgen. Und ich glaube, das ist auch sehr spannend mitzuerleben. Deswegen schaltet rein. Jetzt geht's weiter mit Cora. Ja, auf jeden Fall. Ah, zum extra auf die Tempest von Eos. Ja, eine Biotin können wir gut gebrauchen. Ich kann den Charakter Phoebe nicht so gut leiden. Ist eher nervig. Ah, gut, auf Prodromos. Ich habe es verwechselt mit Nexus. Ja, da fliegen wir auf jeden Fall mal hin.
Rennen wir doch in unserem roten Pyjama durch die Tempest. Mal ganz ehrlich. Also wenn ich Captain wäre, würde ich wahrscheinlich auch den halben Tag in Pyjama auf meinem Raumschiff rumrennen. Und maximal noch mein Captain-Abzeichen drauf haben. Ich würde mir einfach welche machen lassen. Und selbstverständlich dürfte die gesamte Crew, wenn sie wollte, im Pyjama rumrennen. Warum auch nicht? Im Grunde genommen ist es erstmal für lange Zeit ihr Zuhause. So, Eos Prodromus ist in Shanghai. Ja, da sind wir auch. Nee, falsch. Der Nexus ist in Shanghai. Ansonsten, guck mal hier. Da war ich zu schnell. Nee, doch nicht. Es irritiert mich immer, wenn er da erstmal reinzoomt an den Ausgangspunkt und dann wieder Richtung Ziel fliegt. Aber ich denke, da muss er die Ladezeit überbrücken. Ich hoffe es für BioWare. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen doch stört. Ja, ich sollte vielleicht realisieren, dass ich immer noch im Sonnensystem bin. So, hier wollten wir hin. Stellenweise kommen bei mir X3 Universe-Gefühle auf und noch viele andere Space Games natürlich. Aber X3 bzw. X2 kommt mir da irgendwie sehr stark in den Sinn. Und ab geht's. Wäre eigentlich cool, wenn man direkt auch aus der Galaxis-Ansicht einen Planeten ansteuern kann, wenn ich ja schon weiß, wo ich hin will. Bräuchte ich nicht erst ins Sonnensystem fliegen? Eos, mal sehen, wann sich auch die Strahlung verringert. Hier im Baum erstmal nichts verändern. Die habe ich jetzt vor kurzem noch ein bisschen gemoddet. Bei der Rüstung zeigte mir irgendwie was Neues an. Gibt halt einen EP-Bonus, ist noch aus der Vorbesteller bzw. der Deluxe Edition und ja, EP-Bonus kann man halt kaum ignorieren. Aber ich habe schon einige Rüstungen gesehen, wo ich mir denke, so, okay, die sind fast besser als mein Pyjama. Suvi hat gerade gesprochen, das ist unser Piloten-Party-Girl. Allein die Vorstellung ist einfach fast schon abstrakt. Und ich glaube, sie ist Irin. Was das Ganze auch nochmal interessanter macht. Irin sind ein interessantes Volk. So, dann suchen wir mal die Asari. Ich mag die Asari-Rasse sehr. Ja, noch über die Tomatensuppe geschafft. Die Soundkulisse ist halt schon fantastisch. Ist auch gerade, als man hier reingelaufen ist und dann aus den Fluren quasi die Gespräche ein bisschen mithört. Und zwar sehr authentisch auch. Das ist schon schön. So. Hoffentlich ist sie nicht so nervig wie Peewee. Weil in der Regel sind ja Asari doch ein richtig interessantes Volk. Ah, fuck, hätte man sie mitnehmen sollen. Das ist natürlich unwitzig, BioWare. Da war noch eine Kiste. Loot Time. Universalgel kann man immer brauchen. Alles, was universal als Präfix hat, ist brauchbar.
Denk mal drüber nach. Universal-Fernbedienung, Universal-Werkzeug. Im Grunde genommen, ich glaube, ich nenne aber jetzt alle meine Videos einfach Universal irgendwas. Und dann boostet es mich in den Olymp. Nein, aber Nerd Universe ist das nicht wichtig. Wir wollen uns um das Thema kümmern, worum es eigentlich auch gehen sollte: das Zocken. Und einfach miteinander kommunizieren, interagieren, Spaß haben. Ganz ohne irgendwelchen hintergründigen Gedanken. So. Die wollen alle was von mir. Ich bin der Captain. Ich gehe jetzt aber da nicht hin. Wir bewegen uns jetzt, wie initial eigentlich der Plan war, zur Hauptmission. Eine hoffnungsvolle Spur. Hat wieder fast wieder drei Detektive Tat. Eine hoffnungsvolle Spur. Ist vielleicht ein bisschen noch zu schwach. Der Titel würde eher drei Detektive-like heißen. Eine tödliche Spur. Oder. Ja, die Spur der Hoffnung wäre fast schon wieder zu literarisch. Das wäre dann fast schon wieder so ein. Ja, schwer zu sagen. Kein Haruki Murakami, aber ihr wisst schon, welche Richtung ich tendiere. Sieht ein bisschen aus wie Sarumans Auge. So, Noll. Lol, wäre auch nicht schlecht. Noll ist nicht weit weg. Nicht mit dem Warp-Antrieb. Wunderschöner Nebel. Da kommt das obligatorische Wurmloch. Oh, diesmal keine Anomalie oder wie? Ich meine mich zu erinnern, dass ich mir das bisher in jedem neuen Sonnensystem, in dem ich angekommen bin, eine Anomalie-Meldung bekommen hatte. Wobei, ich war schon im Sonnensystem. Genau, das ist der Asteroid. Das war eine Anomalie. Kombination der beiden Piloten gefällt mir sehr gut. Das irische Partygirl und das geekige Alien. Hätte man kaum besser auswählen können. Ich stelle mir solche Piloten auch, gerade solche Raumschiffpiloten wie in der Form jetzt, so ein bisschen vor wie eine Mischung aus verpeilt und präzise. So, das scannen wir erstmal. Und ab geht's. Volt durchläuft gerade eine Eiszeit. Okay. Packen wir mal die Moonboots aus. So. Ich bin eigentlich mit beiden sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz will ich ab und zu mal ein bisschen Variation reinbringen. Ja, ich bin immer noch mal überlegen, ob ich mit Cora eine Liebesbeziehung eingehen soll oder nicht. Ich hoffe, ich gehe nicht versehentlich eine mit Jack ein. Nichts gegen LGBT, auf gar keinen Fall. Aber ich bin da ein bisschen, ja, klassisch. Aber Bekannte von mir würden sicherlich eben auch die gleichgeschlechtliche Wahl nehmen. Und er schaute ängstlich auf seine Comment-Section. Nee, ernsthaft. PB ist mir zu nervig. Liam ist mir zu nah dran an dem, was Drake tut. Cora hat Biotik, ist aber auch ziemlich nahkampflastig irgendwo. Ja, Jarl ist zwar irgendwie witzig, aber ich finde seine Skill-Auswahl ist ein bisschen, ja, weiß nicht. Ich glaube, anhand der Dialoge, die geführt werden zwischen den Begleitern, nehme ich mal jetzt Wedger noch. Denn Jack hat Liam ziemlich fertig gemacht, auf eine ziemlich witzige Weise, das letzte Mal. Jetzt mal gucken, Wedger ist furztrocken. Drake ist, ne, er ist Drake in Kroganer. Ich glaube, das wird eine gute Mischung.
Okay, let's rock and roll. Take her down, Callow. We designated this planet Habitat 6. Original readings suggest that it had a breathable nitrogen-rich atmosphere and oceans of H2O. I take it that's no longer the case. All H2O on Habitat 6, vold to the Angari, is ice. And those oceans, frozen over completely. There goes the dream of a seaside property. That's a pretty intense blizzard. LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. I'm tracking gale force squalls. Sie könnte auch Schottin sein, wobei die Schotten noch ein bisschen härter reden, finde ich. Ich muss mal meine britischen Kumpels und Bekannte dazu befragen. Oder wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Comment-Section. Ich muss es wissen. Ich so wie das Partygirl Irin oder Schottin. Und googelt es nicht. Oder googelt es, aber schickt mir kein Let me Google this for you. So eine kreative Art zu trollen. So. Ja, wunderbare Abwechslung. Minus 52 Grad, ja. Leicht fresh, also zur Eisdiele brauchen wir nicht. Beinahe von den Abgrund spaziert. Ist mir bei Nier auch schon einige Mal fast passiert. Wobei hier ist es noch nachvollziehbar. Ich kann mich nicht wiederholen, ich weiß nicht, was bestimmte Leute da draußen mit der Grafik bei Mass Effect haben. Ist doch Deluxe. Natürlich wird man immer wieder was Besseres finden, aber naja, man kann es auch übertreiben. Und ich spreche jetzt gar nicht von der, ihr wisst schon, Kontroverse. Ich habe da schon überhaupt keinen Bock mehr drüber zu hören, zu lesen oder drüber zu reden. Das ist nicht aus irgendeiner Fanboy-Sicht, denn ich bin nicht wirklich ein Fanboy. Ich feiere Mass Effect zwar als Franchise, aber kann gar keine Waffe ziehen, oder? Nö. Okay. Okay. Yeah. Was für ein Anblick. Ja, krasser Scheiß, ne? Was ist denn das für eine geile Gefährte? Ich will auch sowas. Vergiss die Nomad. Ich will sowas. Das sieht aus wie so eine futuristische Version des Batmobils. Wobei das Batmobil selbst immer auch irgendwie futuristisch aussieht. Oder so eine Mischung aus Batwing und Batmobil ohne Flügel. Okay, krass. So, Widerstandspilot. Na, noch nicht. Laufen uns ganz kurz noch mal rein zur Station. Munikiste brauchen wir nicht, aber lässt darauf schließen, dass hier auch irgendwann noch ein Kampf stattfinden wird. Hier haben wir noch ein Datenpad.
Also die Angara haben echt nette Fahrzeuge. Okay, hier können wir auch einiges noch abgrasen. Auf der Station, auf der Basis. Alright. Aber wir werden weiter loslegen mit der Mission erstmal. Wir werden mit Sicherheit wieder hier zur Basis zurückkommen, sofern sie nicht in irgendeiner Art und Weise zerstört wird. Und das werdet ihr im nächsten Video miterleben. Danke fürs Reinschauen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Sub da, lasst mir kein Dislike da. Ihr könnt mich trollen. Schickt mir Kritiken, Wünsche, Anregungen. Danke fürs Reinschauen. See you next time.